Der Kampf ums Klima wird heute vor dem Kanzleramt geführt. Auf der einen Seite zwei Aktivisten, auf der anderen eine Truppe von hochmotivierten Polizisten. Wir legen jetzt so los. Bewaffnet mit Abwasserrohren und wollen die Umweltschützer der Generation heute gegen neue Nötigungen im Wattenmeer der Nordsee protestieren. Wir suchen jetzt nach Pöbel vor dem Bundeskartkamp. Doch schnell kommen die beiden Ordnungshüter an. Nein! Hören Sie nicht auf damit! Wir dürfen Sie graben! Offenbar ein Vollzeitjob, auch wenn diese Aktion nach einer knappen Stunde vorbei ist. Hier exklusive Bilder aus dem Innenraum des Kanzleramts. Bei der Aktion läuft einem der Aktivisten die Nase, sodass die Polizei später die DNA des Täters auf der Uniform des Opfers findet. Es ist Aimé van Baalen, der damals 30-Jährige, ist mehrfach vorbestraft. Früher hat Aimé van Baalen in einem Tattoo-Studio gearbeitet. Jetzt ist sie quasi hauptberuflich im Verbrecherbusiness unterwegs. Ein paar Tage zuvor in Leipzig. Heute geht es den bösen Autofahrern an den Kragen. Aimé van Baalen und ihre Mitstreiter blockieren morgens eine Brücke in Richtung Stadt. Sympathiepunkte sammeln sie damit bei der arbeitenden Bevölkerung. Das ist auch echt ein angenehmes Gefühl. Es ist halt schlimm, zu Hause zu sitzen und nichts sein und zu wissen, hey, 2045 warten schon neben den Luften erst Flugbusen. Um die Blockade zu verlängern sie die Blockade. Ein Kanzler, eine Umweltministerin, Alsace ist den Aktivisten nicht genug. Also wird weiter geklebt und blockiert. Und blockiert und geblockt.